Willkommen zurück zu Diddy Kong Racing, heute mit Crunch, einem Cremling, den man kennt von Donkey Kong Country beispielsweise. Und wir machen weiter. Wir haben mir die erste Welt, ja zumindest, stellenweise abgeschlossen. Crunch werden wir nicht so oft spielen wie Diddy, Banjo und Conker. Aber die anderen Charaktere müssen auch mal drankommen. Nicht wahr? Alles klar. Wir wollten... Ja, es gibt noch mehrere Sachen zu tun. Zu einen hier... Trophy Race. Dabei weiß ich gar nicht mehr genau, was es ist. Um was handelt es sich denn? Was ist zu tun? Hä? Werden wir wohl rausfinden. Was ist jetzt so anders, irgendwie? Sind die vielleicht stärker? Mein Gott, Link, der blöd, ey. Mit dem ist ja ganz schlecht zu fahren. Das gibt's ja gar nicht. Mann, ist der schlecht zu fahren. Also mit dem werde ich nie wieder fahren. Das steht schon mal fest. Alter. Seht euch das mal an. Ihr seht's ja selbst, ne? Nee, Leute, ich glaube, mit dem kann ich überhaupt nicht fahren. Wir können versuchen mit Bremsen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis ich da mal die Kurve gekriegt habe. Ich glaube, Trophy Races sind die ganzen Rennen auf einmal irgendwie. Ey, guckt euch das mal an. Nein, nein, nein. Komm, vergiss es. Crunch, keine Chance. Tut mir leid. Mit dem anderen Fahrer. Das geht doch nicht mit dem. Also wirklich. Pff. Ich kann ja nicht nach rechts. Nee, ja, ja, schon. Das wäre eine Möglichkeit. Machen wir also weiter mit Tip-Top. Ja, auch den kennen wir von Banjo-Kazooie und von Banjo-Tooie. Er hatte den Tip-Top-Core und... Also, der steuert sich schon ganz anders. Der hatte den Tip-Top-Core und auch ein Banjo-Tooie. Hat er sein Ei gelegt, das Kazooie dann ausbrüten musste. Karamba, ey. Ja, ich habe schon das Gefühl, je länger ein Fahrer in die Höhe ist, ja, und Crunch war sehr hoch, sehr groß, desto schwieriger ist das Ganze. Also desto mehr schlägt er aus irgendwie. Das habe ich auch bei Banjo ein bisschen gemerkt. Also... Kontrolle for the win. Ne, mit Crunch werde ich definitiv nicht mehr spielen, ey. Bei Tip-Top geht's ja viel zu sehr in die Danke für den Lag. Geht's ja viel zu sehr in die andere Richtung, ey. Ist ja viel zu direkt. Okay, aber damit kann man klarkommen. Das ist kein Problem. Ja, also mit Diddy, Banjo und Conker sind wir eigentlich ganz gut dabei. Banjo ist ein bisschen schwieriger, aber mit dem bin ich früher immer gefahren. Weil ich hab Banjo-Kazooie gespielt hab. Komm, tschüss. Es ist schwierig. Die fahren schwieriger. Die sind schwerer zu knacken. Vorne, das ist, wie heißt sie? Fipsy, Dipsy, Bubsy, Tiny, Lanky, Chunky. Oh nein! Den haben wir abgehängt, aber... Was ist mit der? Ja... Bin ich gespannt, was das Trophy Race denn letztendlich ist. Vielleicht ist es ja nicht mehr als ein Grand Prix. Wie bei Mario Kart, dass alles zusammengezählt wird. So scheint es echt zu sein. Ja, dann ist es ja... Ah, okay. So ist es wirklich. Und das finde ich gut. Okay. Ich will euch ja nicht die ganze Zeit langweilen mit der ersten Welt. Aber die wird halt ja ausgeschlachtet, muss man fast schon sagen. Komische Kameraeinstellung. Warum ist es so? Habe ich irgendeine Taste berührt, die ich nicht berühren wollte? Tatsächlich. So, diesmal bin ich Erster. I like that.
Solange diese, wie heißt die, Bubsy Tiny, ich weiß es nicht mehr, nicht vor mir ist, ist alles okay. Überhaupt, einfach Erster werden und die Sache ist geritzt. Wir haben auch 9 Bananen. Schön. Ja. 11. Ach, man kann noch mehr. Oh Mann. Hallo Diddy. Falls du mich überholen willst, nur zu. Ich bin gerüstet. Und wie ich gerüstet bin. Das bringt mir nichts, ne? Ja. Sollen wir einfach so verballern? Wir können ja nicht nach hinten schießen. Leg lieber die Ölflecken dahin. Obwohl die Ölflecken, die tun selbst unfassbar wenig bewirken. Müsste man eher mal upgraden. Oh, 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 das war zuschnittig, das war zuschnittig. Oh, Mann, oh, Mann. Jetzt hätte ich sowas Schönes gehabt für Diddy, aber nein. Und schon wieder. Ja. I'm the first one. Danach müssen wir uns nochmal versuchen in dem Eierspiel. Ihr wisst schon, die Eier ausbrüten und so weiter und so fort. Aber danach... Ja, danach geht's dann weiter. Mit Welt 2. Und die habe ich ganz cool in Erinnerung, ja. Let's go, everybody. Everybody in the house. Ja, mit Tip-Top. Man muss sich erstmal dran gewöhnen an den Charakter. Aber mit dem ist ganz gut. Zu fahren. Ah. Er fährt halt ziemlich, wie soll man sagen... Direkt. Mit Banjo vor allen Dingen ist es am schwierigsten. Von meinen Hauptcharakteren. Mit Diddy und mit Conker geht es ganz gut, weil die sind recht ausgeglichen. Muss man sagen. So nicht so wie bei Mario Kart, dass man so Unterschiede hat, à la. Ja, wie soll man sagen? So Unterschiede wie. Ja, zwischen Peach und Bowser, sondern. Es ist hier bei Diddy Kong Racing schon ein bisschen härter. Schön abgeknallt, Ding Kong. Schön abgeknallt. Okay, gut. Final. Auf jeden Fall ist dieses Trophy Race nicht gefährdet. Das auf jeden Fall. Schutzschild. For the win. Und das gehört uns. Das Einzige, was mich beunruhigt, wir sind im ersten Rennen nicht Erste geworden. Aber ich glaube nicht, dass das erforderlich ist. Im ersten Rennen waren die ganz gut dabei, das muss man sagen. Aber da konnte ich auch kaum was machen. Okay, Freunde. Noch Hop-Top Volcano und dann haben wir es. Und da haben wir, denke ich mal, alle Stages oft genug gesehen. Und sind bereit für Neues. Go! Der gute Tip-Top. Auch den auf dem Flugzeug steuert er sich nochmal ein bisschen anders. Hey, hallo, ich drück gar nichts. Hört sich das? Ich drück überhaupt nichts. Ich komme gar nicht an den C-Stick. Auf meinem PC-Controller hier ist es ein Stick. Hardcore! Ich hasse sowas. Gerade bei Diddy Kong Racing ist es ein bisschen tödlich. Okay, wir geben mal Gummi hier. Was ist los hier? Wir haben keine Bananen, deswegen sind wir so langsam gewesen. Also, los, Dad. Oh, wie mich jemand abknallt. Ich bin Vierter, das ist ein bisschen zu hart. Komm, nimm lieber mal unten die Bananen. Das jetzt wohl so der Bringer war. Natürlich Abkürzung wie immer.
Wow, war das zielsuchend. Die hat mich nicht gefunden. Also nicht gekriegt. Wow. Wir versuchen es mal. Ja, wir brauchen aber selbst zielsuchend. Warum kriegen wir denn niemanden? Nee. Wir sind viel zu weit weg. Toll. Schlechte Platzierung im Vulkan. Ob das noch reicht? Also nochmal werde ich euch das Trophy Race sicherlich nicht antun. Ich denke mal, es reicht, weil wir sind auch Erste geworden ein paar Mal. Oh, 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 oh. Okay, wir sind Erster in der Gesamtwertung. Da ist unser Lohn. Das ist eine, ja, Trophy. Ja, schön. Ich freue mich erst ab und weiter. Das war's, ne? Da ist... Jetzt hat der sein Face da drauf. Aber Moment. Wir haben doch noch hier... Ganz genau. Ups, sorry. Vielleicht können wir mit Tip-Top da ein bisschen besser agieren. Da haben wir ja grandios abgekackt bei diesem Minispiel. Wir müssen 3 Eier holen. Ups, und haben erstmal keins. Das ist schön. Ja, das gehört mir. Ich habe gar nicht diesen Move gehabt. Also gar nicht diese Möglichkeit da. Mit R die Kurven sehr schnittig zu nehmen. Soll ich Konka mal was klauen? Nee, der hat gar nichts. Nehmen wir lieber hier das zweite Ei. Man weiß auch nie, wann die erscheinen. Ja, du musst doch abwerfen. Oh, tipptopp. So, Ei Nummer 2. Konka hat 1. Aber hier haben wir schon das dritte. Na, also diesmal sieht es echt gut aus. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Glück, ob die Gegner einem das Ei klauen wollen oder nicht. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch beschützen. Wenn es jetzt hier bleibt, haben wir alles geschafft. Komm! Schlüpfe! Beziehungsweise guck mal mit den Augen raus. Da, oh Mann! Konka! Wir haben doch eine Rakete, wir hätten ihn eigentlich abknallen können. Oh, Konka, Konka, Konka hat sein drittes, Mann. Also beziehungsweise meins. Wir werden es ihm stehlen müssen. Bevor es ausbrütet. Es könnte jeden Moment soweit sein. Es ist auch soweit. Mann, oh Mann, oh Mann. Dieses Eichhörnchen. Kriminell wie immer. Try again. Und los. Gehört's mir. Wenn wir das erste Ei abgelegt haben, sind noch keine 9 da. Wir werden jetzt also Konka das Ei stehlen. Haha. Danke dafür. Jetzt wurde Diddy eins geklaut und nicht mir. Das ist schön. So, haben wir jetzt vielleicht noch ein neues? Nein, gibt's nicht. Wird Diddy eins klauen? Das wäre schon unser drittes. Unseres wurde auch geklaut. Toll, danke. Danke, aber sonst hat keiner eins. Crunch, crunch, crunch. Mann! Nimm's! Oh, bei uns sind schon 2 ausgebrütet und bei den anderen noch gar nichts. Ich sorg schon mal dafür, für den Fall, dass ich wieder geklaut werde. Geh zu Diddy. Danke. Und hol mir schon mein viertes. Yay! Brauchen wir gar nicht. Also, klammeröse Leistung. Klammeröse Leistung. Was krieg ich dafür? Ein Ballon oder was? Das lassen wir diesmal aus. Der Dido. Ja, kurze Legs. Dafür kann ich nichts. Sorry, Leute. Und, this is for you. You won first prize. Was ist? Hä? Was willst du? Hä? Ich habe irgendwas gewonnen, aber was? Ach so, okay. You have a piece of the tea amulet. We have 3 more to collect. Good luck.
Ja, alles so unnütze Sachen, ne? Aber diese Sachen sind alle da. Sie existieren. Ja, also kompletter kann man die erste Welt, denke ich mal, absolut nicht lösen. Hast du Zeit, hier endlich mal abzuhauen? Und vor allen Dingen, wir haben erstmal nur vier Welten. Fragt sich jetzt natürlich schon... Ja, Lags. Fragt sich jetzt schon ein bisschen... Ne, wir müssen wechseln zum Hovercraft. Welches die zweite Welt ist? Ist die Wasserwelt die zweite Welt oder die Eiswelt? Ich würde ja schwer annehmen, es wäre die Eiswelt, weil da nur zwei Ballons drauf standen. Ach, hier seht ihr übrigens... Das Schwein, das ist zur Viertel erwacht. So, Achtung, wie viele Ballons brauchen wir denn für die Wasserwelt? 10! Haben wir natürlich. Es nervt, ich berühre den C-Stick nicht, ne? Das ist typisch PC-Pad. I'm sorry for that. Wie kommen wir da hoch? Ja, wir können natürlich mit dem Flugzeug einfach hochfliegen. Oder wir nehmen... Wie schon im Hovercraft-Rennen gegen den Djinn gesehen. Diesen Weg. Aber wir kommen nicht hoch zur Tür. Das ist ein Problem. Sonst befindet sich hier nichts, ja? Na, da rasen wir direkt zurück. Also nur mit dem Flugzeug, ouch. Kommen wir da lang zur zweiten Welt? Das werden wir uns noch direkt mal anschauen. Was ein Hupe, hey. Ja, change vehicles. Plane! Bye bye for now. Und rein da. Hallo, hier bin ich. Zwei Ballons. Ich hatte schon, bevor ich die erste Welt betreten habe, drei oder vier fast schon. Snowflake Mountain. Wow. Walross Höhle. Everfrost Peak. Und glaubt mir, das sind nicht einfach nur irgendwelche Schneewelten. Hier sieht es teilweise echt cool aus. Oh, ein Iglu. Die Bosstür. Darauf könnt ihr euch freuen im nächsten Part. Und wirklich, ich freue mich auf die Eiswelt. Das tut man im Allgemeinen ja nicht. Aber das waren echt gut designte Level. Okay, Freunde, freut euch drauf. Bis dann und ciao.